Glück auf Schatz aus dem Schacht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, ich dachte mir einfach, komm, machst du mal ein Faktenvideo. Ich schaue sehr, sehr gerne selber irgendwelche Faktenvideos von anderen YouTubern. Es interessiert mich einfach, was jeder so für Ecken und Kanten hat. Ihr könnt ja auch einfach mal unten in die Kommentare eure größte Macke schreiben, die ihr so habt. Würde mich auch sehr, sehr interessieren. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei, sondern fangen einfach mal direkt an. Fakt 1. Ich hasse es, wenn irgendwo Türen aufstehen. Egal, ob ich in dem Raum bin oder nicht, wenn ich an einer offenen Tür vorbeilaufe, muss ich sie erstmal zumachen. Generell finde ich es noch viel schlimmer, wenn irgendwo die Tür auf ist, wenn ich mich selber in diesem Raum befinde. Das geht sogar so weit, dass wenn jemand ständig durch irgendeine Tür läuft und die Tür offen stehen lässt, dass ich ihn dann irgendwann mal frage, ob er vielleicht im Zelt geboren worden ist und deshalb die Tür nicht zubringt. Also es ist definitiv ein Fakt oder beziehungsweise eine Art von mir, die eigentlich mies ist, weil man kann ja gerne mal eine Tür aufstehen lassen, aber ich hasse es einfach, wenn irgendwo eine Tür aufsteht. Fakt 2. Wenn ich aufs Klo gehe, um ein großes Geschäft zu machen, brauche ich mindestens eine halbe Stunde. Kein Witz, ich brauche wirklich eine halbe Stunde, wenn ich mal aufs Klo gehe, kacken. Und es darf definitiv auch keine Zeitung fehlen. Also kacken gehen, ohne dass ich eine Zeitung lesen kann oder einen Katalog anschauen kann, geht bei mir überhaupt nicht. Und es kann auch draußen klopfen, wer will und noch so dringend aufs Klo müssen. Meine halbe Stunde brauche ich definitiv. Fakt Nummer 3. Ja, beim Sex liege ich am liebsten oben, ich gebe am liebsten auch das Tempo an und ich bin auch so der dominante Part, also ich möchte gern bestimmen, welche Stellung jetzt irgendwie gemacht wird und da führt bei mir auch kein Weg ran, dass ich da irgendwie Luft ranlasse, also ich bin da definitiv der richtig dominante Part in dieser Rolle und ja, möchte es definitiv auch nicht hergeben, alle sollen am besten nach meiner Pfeife tanzen. Ja, Fakt Nummer 4. Ich hasse es, wenn irgendein Lebensmittel über das Verfallsdatum ist, also über dieses Ablaufsdatum. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Kühlschrank gehe und ich möchte gerne noch einen Joghurt essen und ich sehe, dass der schon einen Tag über das Verfallsdatum ist, dann führt da fast kein Weg ran, dass ich diesen Joghurt noch esse, obwohl das eigentlich nicht schlimm ist, wenn mal ein oder zwei Tage drüber ist, ist bei mir eine richtige Blockade, dass ich einfach das Ding nicht mehr anrühre. Ich weiß nicht warum, ist auf jeden Fall bei mir echt richtig krass, sobald irgendwas abgelaufen ist, führt da bei mir absolut kein Weg mehr ran, dass ich das Ganze esse. Fakt Nummer 5. Ich bin ein extremer Perfektionist, also bei mir ist wirklich alles, was ich mache, muss 100% passen, also in meinen Augen 100% passen, kann natürlich für den anderen jetzt nicht so optimal sein, aber wenn ich irgendwas mache, egal ob das Hausbau ist, Videoschneiden oder irgendwelche Zeichnungen oder keine Ahnung was, es muss auf jeden Fall 100%ig in meinen Augen passen, ansonsten werde ich so lange oder bastle ich so lange daran rum, bis es dann wirklich so weit ist, dass ich sage, jetzt passt es 100%, ist ein bisschen scheiße das Ganze, weil man oftmals auch einfach sagen kann, ja, man kann es auch übertreiben, aber mir ist das einfach so und ja, wird denke ich auch immer so bleiben. Ja Leute, das waren schon die 5 Fakten, die ich euch gerne mal mitteilen wollte. Wenn euch das gefallen hat, dann auf jeden Fall den Daumen nach oben oder schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare, wenn ihr mehr solche Faktenvideos wissen wollt. Ich habe da noch ein paar ganz, ganz komische Fakten, beziehungsweise was ihr vielleicht über mich wissen solltet oder könnt. Und ja, das soll es dann auch gewesen sein. Ich würde sagen, Leute, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Almas. Pssch.